Wir sind beim Peter Fischer, dem Baumpaten der Biebricher Allee. Wir wollten ja ursprünglich eigentlich für die Bürgerinitiative an allen Bäumen, die voraussichtlich gefällt werden, Plakate hängen. Das ist ja so nicht möglich gewesen. Kannst du dazu mal zwei Sätze sagen? Ja, das ist richtig. Die Ursprungsidee war, an der Biebricher Allee, an all den Bäumen, die auf jeden Fall entfallen und durch neue irgendwo im Taunus ersetzt werden sollen, diese zu kennzeichnen mit einem Schild, dass diese Bäume für die Citybahn gefällt werden müssen. Nachdem wir nun aber eine Genehmigung brauchen, um die Bäume mit Plakaten zu behängen und diese Genehmigung erhalten haben, mussten wir feststellen, dass es uns nur erlaubt ist, an drei aufeinanderfolgenden Stellen zu plakatieren, sprich auf drei Bäumen und dann einen Abstand, einen Mindestabstand von 50 Metern einzuhalten. Daraufhin wurde diese Idee insofern modifiziert, als dass wir gesagt haben, diese Bäume müssen sterben und haben dann jeweils drei Bäume und im Abstand von 50 Metern weitere drei Bäume gekennzeichnet, um zu symbolisieren, dass die Alleebäume zu einem Teil, zu einem erheblichen Teil gefällt werden müssen und ein unbekannter Anteil der Bäume wird auch sterben, weil bei den Bauarbeiten das Wurzelwerk derart geschädigt wird, dass diese Bäume in wenigen Jahren, 1-2 Jahren nach Aussagen von Baumsachverständigen gefällt und ersetzt werden müssen. Das hat ja auch, also so ein bisschen vielleicht noch als ergänzenden Hinweis, diese Grünflächen, die im Moment an der Allee verlaufen, müssen um ungefähr 1,25 Meter reduziert werden, dadurch ist zutreffend. Zum Beispiel im oberen Teil der Biebricher Allee, hier auf der Biebricher Höhe, zwischen zweiten Ring, Haltestelle Gottfried-Kinkel-Straße beispielsweise bis zum Henkel, gibt es mehrere Stellen, an denen die Straße 10,60 Meter breit ist und es gibt einen Abstand von ungefähr auf der einen Seite ca. 1,75 Meter, auf der anderen Seite ungefähr 2,20 Meter Abstand Grünstreifen bis zur Stammmitte. Die Trasse der geplanten Citybahn wird nach Aussagen der Planer eine Breite von 6,60 Meter haben. Nach den Regelwerken muss die Fahrbahnbreite, die mit einem LKW befahrbar ist, und da brauchen wir ja zwei, eine Richtung Wiesbaden, eine Richtung Biebrich, eine Breite von 3,25 Meter haben. Das macht 6,50 Meter, 6,50 Meter plus 6,60 Meter sind 13,10 Meter. Wir haben aber nur 10,60 Meter zur Verfügung. Das heißt, 2,50 Meter muss die Straße verbreitert werden, 1,25 Meter nach jeder Seite. Und jeder, der sehenden Auges dort vorbeiläuft, weiß, dass der Grünstreifen um 1,25 Meter auf jeder Seite weichen muss. Und wenn man weiß, dass eine Straße, die halt eben eine Belastung von 40 Tonnen schweren LKWs und 40 Tonnen schweren Zügen entsprechend tief gegründet und werden muss, der weiß, dass da mindestens 80 Zentimeter tief gegraben werden muss, ohne die Berücksichtigung von Entwässerungsleitungen. Das heißt, die Entwässerungsleitungen sind natürlich, können nur am Rande der Straße sein, also an den jeweils Außenseiten. Da müssen noch einmal Entwässerungsgräben unbekannter Tiefe gegraben werden. Das heißt, das Wurzelwerk auf einer Seite wird auf der einen Seite 50 cm vom Baum entfernt, vom Baumrand, und auf der anderen Seite 75 cm weit, 1,50 Meter abgegraben. Das heißt, die Bäume haben nach einer Seite noch Wurzeln, auf der anderen Seite wird das Wurzelwerk gekappt. Und nach Aussage von Fachleuten führt das zum Tod von vielen Bäumen, die nicht gleich kaputt gehen, sondern im Verlauf von 1-2 Jahren nach der Maßnahme, so sie denn erfolgen sollte, was wir hoffen, dass das nicht passiert. Also deswegen setzen wir uns auch ein, dass diese Citybahn nicht über die Allee gebaut wird, beziehungsweise überhaupt nicht gebaut wird. Ja, also Kernaussage ist eigentlich, auf den Plakaten steht ja diese Bäume, und dass es symbolisch ist eben für die ganzen Themen und dass eine, sagen wir mal, nahezu unbekannte Anzahl von Bäumen durchaus auch in der Folge noch geschädigt werden können, auch wenn die momentan in den Plänen nicht die als... Aussagen der Planer waren in der Vergangenheit 120 Bäume, 140 Bäume. Wir haben insgesamt 140 Plakate hängen. Das entspricht der Zahl von Bäumen, die nach der bekannten
einmal veröffentlichten Zahl halt eben wohl sterben werden. Wenn jetzt die Planer sagen, nein, nein, es sind nur 98 Bäume, dann sind das ist das die Zahl der Bäume, die tatsächlich gefällt werden müssen. Aber die, die danach noch sterben, das ist eine unbekannte Zahl. Ja. Und wir können, wenn man uns in die Pflicht nehmen will, wir würden lügen, ja, und wir sollten doch sagen, wie wir tatsächlich gefällt werden. Wir können es nicht sagen und auch die Planer können es nicht sagen. Aber wir können davon ausgehen, dass diese Zahl von 140 Bäumen wahrscheinlich die richtige Zahl ist. Ist eigentlich auch so ein bisschen so eine Art Beweisumkehr. Also die Stadt sagt nicht so ganz genau. Was sie plant ein alter Rhetoriktrick, Beweislastumkehr. Genau. Beweist du mir doch, dass es nicht so ist. Ja. Vielleicht noch einen noch ergänzender Hinweis. Ich meine, diese Ersatzpflanzung, also es werden ja für die Bäume voraussichtlich ja dann auch Ersatzmaßnahmen geschaffen, die aber ja dann überwiegend nicht in der Innenstadt stattfinden können. Da ist ja kein Platz. Ja, gut. Also die Bäume, die hier an der Allee unter Umständen sterben werden, werden so ersetzt werden wie die Bäume, die auch in den letzten 40 Jahren, seit diese Lindenallee hier steht, auch ersetzt wurden durch neue. Das sind aber dann Bäume mit einem Stammdurchmesser von vielleicht 10, 15 Zentimeter, während wir ja jetzt Formate haben mit 60 Zentimeter Stammdurchmesser, 1,80 Meter Stammumfang. Bis die Bäume mal wieder die Größe haben, also so kleine Bäume haben keinen Alleencharakter und größere kann man nicht einsetzen, also ältere Bäume, weil halt eben dazu einfach die Fläche des Aushubs nicht reicht. Die Umweltbilanz ist ja auch so, dass es einfacher ist, Bäume bestehende zu pflegen und zu erhalten, also da einen gewissen Aufwand zu betreiben, anstatt neue zu pflanzen und die erstmal aufwendig jahrelang groß zu ziehen. Das ist richtig, aber hinzu kommt natürlich noch, dass bei einer Verbreiterung der Straße, da ja beiden Fahrspuren, also für Autos und LKWs, beziehungsweise Busse sollen ja angeblich dort auch fahren, da muss ja ein entsprechendes Lichtraumprofil auch ausgeschnitten werden. Mhm. Und das ist ja auch sehr in Stammnähe. Mhm. Also diese Bäume müssen natürlich auch stark ausgelichtet werden. Außerdem muss Platz gelassen werden für die Oberleitungen und auch ständig müssen diese Bäume im Bereich der Oberleitungen halt eben zurückgeschnitten werden, damit es da nicht zu Konflikten kommt. Also findest du den Vorwurf von Fake News oder Lügen gerechtfertigt in Kurzform? Ja, ich finde den Vorwurf, den wir den Stadtplanern machen können, dass sie Fake News betreiben, den finde ich gerechtfertigt. Ja. Also wenn wir sagen, die Zahl, die Stadt veröffentlicht, sind Fake News, dann haben wir, denke ich, mit dieser Behauptung recht. Dann noch vielleicht als Abschluss noch ein Thema. Es gibt ja dieses berühmte Mobilitätsleitbild, so rum, sorry. Ja. Eine Leistung, die im Zuge der Citybahn entstanden ist, hat wohl um die 500.000 Euro gekostet, etc., wie auch immer. Es wird ja so verkauft, als sei das also eine Bürgerbeteiligung und eine Bürgermeinung, die dort abgedruckt ist. Das können wir so nicht stehen lassen, aber sei es drum. Da stehen ja viele so kleinere Sachen drin. Du hast dich da auch mal bemüht und hast dir mal die Details angeguckt. Was sind denn so die, vielleicht so ein paar Kernpunkte, wo du sagst, sorry, also das geht gar nicht? Ja, eine Aussage, die mich amüsiert, ist diese Aussage. Okay, ich bin natürlich betroffen. Ich bin 71 und hätte bereits vor 6 Jahren meinen Führerschein abgeben sollen, nach dem Wunsch der Ideologen. Ja. Habe ich nicht gemacht, tut mir leid. Ja, aber ich fühle mich eigentlich noch so fit, dass ich noch ein Auto lenken kann und bin auch froh drum, dass ich jetzt keine öffentlichen Verkehrsmittel in dieser schweren Zeit jetzt benutzen muss, dass ich darauf angewiesen bin. Ja. Aber es gibt natürlich noch andere Punkte, die sind ja alle in einer Plakatserie, die in Wiesbaden nun hängt, herausgearbeitet. Und das Schönste ist das Statement von unserem hochverehrten Oberbürgermeister Mende, der gesagt hat, es werden keine Autofahrer vertrieben, es erfolgt lediglich eine Neuordnung des Straßenraums. Ja, das kann man so einfach so stehen lassen. Alles klar. Los. Ich danke dir und wünsche dir noch eine schöne Woche. Danke gleichfalls.